Einsichtsmeditation. In dieser Morgenmeditation werden wir erst einmal überhaupt beginnen mit Meditation, in den Körper hineinfinden, in die Haltung, in die Stille, um dann zu schauen, ob wir aus der Stille heraus nicht nur den Geist etwas beruhigen können, sondern auch quasi anschauen können, was gerade in uns vor sich geht und damit aber in Ruhe, in Klarheit verweilen. Beginnen wir also. Finden wir uns erst einmal auf unserem Meditationsplatz ein. Wir dürfen uns sagen, dass wir für die nächsten 40 Minuten nichts anderes zu tun haben, als nur hier zu sein. Äußere Ablenkungen dürfen wir ausschließen oder ignorieren. Um jede Form von Einsichtsmeditation zu üben, braucht es erst einmal eine Art Grundruhe oder eine Besänftigung unseres Gemüts, auch des Körpers. Es ist gut, wenn der Körper eben ruhig sitzt. Im Grunde benötigen wir etwas Shamatha-Praxis, Geistesruhe vor der Einsichtsmeditation. Geerdet nach unten hin, der Körper nach oben hin aufgerichtet und zugleich weitgehend entspannt. Verbinden wir uns mit der natürlichen Atembewegung. Nutzen Sie als Anker, um recht geistesgegenwärtig präsent und munter zu bleiben, munter zu werden am Morgen. Da, wo der Atem ist, ist irgendwie auch die Gegenwart. Falls wir noch Unruhe oder körperliche Bewegungsimpulse spüren oder auch geistige Unruhe, kümmern wir uns erst einmal um diese, sodass diese sich besänftigen. Vielleicht geben wir uns Anstöße, Angespanntes zu entlassen. Das geistige Wandern nicht zu verstärken. Es gibt immer tausend Dinge, um die wir uns kümmern können, die irgendwie wichtig zu sein scheinen. Aber für diese Zeit jetzt sind sie nicht so wichtig.
Wir wollen das üben, was sich im weitesten Sinn Einsichtsmeditation nennt, Vipassana, Sanskrit Vipassana. Und in diesem Vip steckt Sehen drin, Sehen, Schauen, Blicken. Ein geistiges Sehen. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, diesen inneren Sehsinn sozusagen anzuschalten. Er ist immer da. Auch im optischen Sehen übrigens, wenn wir etwas wirklich bewusst anschauen, dann blicken wir dahin und es ist ein geistiger Sehsinn, ein Geistessehbewusstsein im Spiel. Und diesen Sehsinn, den benötigen wir für die Sichtmeditation, könnten wir auch sagen. Umgangssprachlich ist uns das gar nicht fremd. Wir reden oft davon. Etwas anschauen, tiefer schauen. Ja, ich glaube, ich möchte uns vorschlagen, erst einmal den Körper noch etwas mehr anzuschauen. Wie er hier sitzt. Also da darf sich so eine innere Instanz bilden oder herauskristallisieren, die blickt, die anschaut, wie so ein inneres, bisschen wie ein Licht eigentlich. Und diese Instanz blickt auf das Körperliche. Aus einer gewissen Ruhe heraus. Ne? Sonst landen wir im Ich-Denken, Ich-Identifizierung. Ich und mein Körper, das ist so Alltagsdenken. Aber jetzt sitzen wir hier in Meditationshaltung. Und dieses geistige Sehbewusstsein blickt auf zunächst mal den Körper. Es wird sich des Körperlichen gewahr. Da ist ein Körper und da sind die Körperregionen, Körperteile, Körperempfindungen. Und dann schauen wir mal auf die Atmung im Körper. Wir schauen sie an, wir betrachten sie. Vielleicht ist es vor allem die Art, wie wir über unsere Praxis denken, wie wir sie beschreiben, auch wenn wir uns selber anleiten würden, die jetzt einen kleinen Unterschied macht. Normalerweise würden wir vielleicht sagen, ich spüre meinen Atem oder ich beobachte meinen Atem.
Da ist noch diese Ich-Betonung. Aber in der Einsichtsmeditation versuchen wir, aus der Ruhe heraus so eine Art Klarblickbewusstsein zu entwickeln. Das mit dem präsent ist und es anschaut, was da ist. Und jetzt richten wir uns gerade auf die Atmung aus. Und dann werden wir uns der aktuellen Gemütsbewegungen wahr, also der Gedanken, der Vorstellungen, der Träume, der Ideen, die gerade jetzt durch unser Gemüt ziehen. Und das ist nicht so einfach, weil da ist wahrscheinlich eine ganze Menge. Wir können jederzeit zum Körper und zum Atem zurückkehren, weil es ist etwas einfacher. Und dann aber wieder einen frischen Blick auf die aktuelle Gemütsverfassung werfen. In der Geistesruhepraxis würden wir einfach das Gemüt beruhigen, besänftigen, fast ignorieren, was da gerade vor uns vor sich geht. Und wenn wir Seh-Meditation üben, dann schauen wir das an. Möglichst ganz natürlich, da ist nichts Fantastisches zu erwarten. Es soll eine ganz natürliche Ehrlichkeit entstehen können, Aufrichtigkeit dem eigenen inneren Erleben gegenüber. Wir lernen zu wissen, zu sehen, was wir gerade denken. Vielleicht auch, was wir gerade fühlen, was gerade in uns vor sich geht. Wir hören auf, uns etwas vorzumachen. Sondern verweilen in Eigengewahrsein dessen, was gerade in uns vor sich geht. Ganz natürlich, ganz selbstverständlich, selbstverstehend, das eigene verstehend, selbstverständlich. Was es auch sein mag, Erfreuliches oder Unerfreuliches. Die Idee ist, das Sehen wird stabiler und klarer als der Inhalt. Und damit wird der Geist kräftiger als seine Verwirrung oder als seine Inhalte.
So, aber jetzt genug der Anleitung, ein paar Minuten Stille.
Ja, bei Bedarf eine kleine Unterbrechung vornehmen, den Körper mal lockern, bewegen. Einen Schluck trinken. Im Grunde ist also dieses, ich nenne es mal Basis-Vipassana, sehr ähnlich wie das, was wir als Achtsamkeitsmeditation üben. Und traditionell gehört auch Satipatthana in die Einsichtsmeditation, wie sie auch im frühen Buddhismus wohl schon gelehrt wird und praktiziert wird im Theravada und so weiter. Und wenn ich es richtig verstehe, will man da das entwickeln, was wir hier tun, die eigenen Aspekte des Erlebens direkter anschauen, mit ihnen sein. Es geht noch nicht, wie wir vielleicht am Donnerstag dann sehen werden, um Anschauen der Natur des Geistes, sondern erstmal dessen, was in uns gerade vor sich geht. Mit dieser Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit dem eigenen Erleben gegenüber entsteht, die dann auch befreiend sein kann. Also ein Stück weit befreiend. So, dann zweite Sitzung. Zweiter Teil. Kommen wir wieder an in unserer Haltung, knüpfen an die letzten Momente der Praxis vor der Unterbrechung, finden da wieder hin zurück. Meditationsunterbrechungen sind manchmal sehr sinnvoll, um nicht dann doch in so einen Dämmerzustand zu geraten und das dann für Meditation zu halten. Ist gut, immer wieder einen kleinen Stopp zu machen. Praxis wieder neu aufzubauen. Allzu lange kann man weder Geistesruhe noch Einsicht oder Sichtmeditation aufrechterhalten. Bleiben wir erst einmal ein paar Minuten still ohne Anleitung und dann kommen noch ein paar Erinnerungen an die Art, wie wir praktizieren.
Wenn wir gerade den Eindruck haben, dass wir uns in diesem Anschauen des unmittelbaren eigenen inneren Zustands befinden, dann lassen wir es so, dann bleiben wir da, in diesem Eigengewahrsein. Ansonsten bauen wir das nochmal auf. Aus der Ruhe der Körperhaltung heraus. Den Körper anschauen, die Atmung anschauen. Und dann wieder zum Betrachten des eigenen Innenlebens, Geistes, der Gemütsbewegung, wie wir es nennen wollen, gelangen. Diese schauende Instanz und das, was geschaut wird, sind natürlich nicht wirklich getrennt, das ist klar. Und dennoch wird es einen Unterschied machen, ob wir einfach mit den Gedanken, Vorstellungen, Träumen dahin treiben, in ihnen sind, oder ob wir sie irgendwie anschauen. Da eine Instanz ist, die nicht zu verorten ist, aber die doch irgendwie da sein kann und die ruhig blickt auf das, was gerade da von Moment zu Moment im Geist geschieht. Es klingt paradox und es wird auch Menschen geben, vielleicht auch wir selbst, die sagen, es geht gar nicht. Aber es ist das, was die Meditierenden der letzten Jahrtausende entdeckt haben. Dass die menschliche Intelligenz zum Anschauen des Geistes fähig ist. Nicht nur zum Ausdruck und zur Handlung, sondern auch zum Erkennen dessen, was gerade da ist. Mehr als Erkennen, zum Entspannen und ruhigen Verweilen, zum Öffnen in Bezug auf das, sodass vielleicht Leidensdruck nachlässt, Verwirrung nachlässt. Dass das geistige Sehbewusstsein quasi stärker wird, größer wird, tiefer wird als seine Inhalte. Da soll es irgendwie hingehen. Wenigstens für ein paar Momente. Und jetzt verweilen wir in Stille bis zum Ende unserer Sitzung und schauen selbst.
Es geht also bei unserer Einsichtsmeditation oder Sichtmeditation, Sehmeditation um Natürlichkeit, um Aufrichtigkeit im eigenen Innenleben gegenüber. Um ein geistiges Entspannen dabei. Nicht verkehrt, vielleicht von Selbstvertrauen zu sprechen. Einfach Vertrauen darin, dass wir gut mit unserem Gemüt umgehen können. Dieser innere Blick ist auch freundlich, ist gütig, liebevoll, verständnisvoll. Ja, so finden wir auch natürlich und entspannt aus unserer Praxis heraus. Wir können uns wünschen, dass sie uns durch den Tag begleitet, dass wir vielleicht immer mal wieder so kleine Momente innehalten, anschauen, was gerade in uns los ist und aus diesem natürlichen Selbstgewahrsein, Eigengewahrsein heraus sprechen, handeln, in der Welt sind.